Nintendo 64. The Ultimate Power. Die Steigerung der Spielequalität für das Nintendo 64 verläuft in einer wesentlich steileren Kurve als auf 32-Bit-Systemen. Es hat den Vorteil, dass der interne Speicher größer ist als bei den CD-Geräten. Man erhält mehr Animationen auf dem Nintendo 64 als auf einem unserer CD-Spiele. Im Gegensatz zu CD-Plattformen, die mit sehr langsamen Datentransferraten arbeiten, hat das Nintendo 64 Track Access Memory. Das erlaubt uns, viel mehr Bewegungen zu speichern und in Real-Time in den Spielablauf zu integrieren. Die Nintendo 64 Hardware ist so leistungsstark, dass sie endlich in Bezug auf Spieldesign liefert, auf was wir gewartet haben. Ich glaube nicht, dass Sie ein anderes System finden, welches an diesen Standard anschließen kann. Es erlaubt uns, kreativer und freier zu arbeiten. Nintendo 64, das ist the ultimate power. Und so viel Lob von internationalen Top-Spiele-Programmierern spricht für sich. Die 64-Bit State-of-the-Art-Technology bietet den Machern die Möglichkeit, ihre Ideen in faszinierende Spiele mit überwältigendem Spielerlebnis umzusetzen. Das Resultat sind Top-Hits mit weit überdurchschnittlichem Potenzial. Denn Hunderttausende von Nintendo 64-Besitzern und solche, die es werden möchten, kennen die Qualität und das Spielerlebnis der Nintendo 64-Spiele und sind dabei, wenn ein neuer Titel auf den Markt kommt. Die Experten sind sich einig, die Zukunft des Videospielemarkts wird entscheidend von Nintendo 64 gestaltet. Das ist 64-Bit State-of-the-Art-Technology. Und was bedeuten all diese kompliziert klingenden Begriffe für den Konsumenten, für den Spieler? Ganz einfach. Nintendo 64 ist das Nonplusultra in Sachen Spielerlebnis. Mit Echtzeitsimulationen in 3D, die den Namen auch wirklich verdienen. Der Spieler erlebt realitätsnahe, dreidimensionale Welten in Echtzeit und in atemberaubender Grafikqualität. Und der Spaß beginnt sofort. Plug and play. Der Spieler steckt einfach die Spielcartridge ein, schaltet an und los geht's mit dem Spielspaß ohne lästige Ladezeiten. Mit bis zu 4 Teilnehmern gleichzeitig, je nachdem, wie das Spiel ausgelegt ist. Der integrierte 4-Spieler-Adapter macht's möglich. Die Mehrzahl aller Spiele bietet Spielmöglichkeiten für 2 bis 4 Spieler. Damit wird Nintendo 64 zum Gesellschaftsspiel und setzt einen neuen Trend auf dem Markt der Videospiele. Der Nintendo 64 Controller. Damit hat der Spieler jede Situation bestens im Griff. Mit dem eingebauten analogen 3D-Joystick hat er totale Bewegungsfreiheit. Komplizierte Aktionen, gefühlvolle 360-Grad-Bewegungen in jede Richtung, aber auch stufenlose Beschleunigungsvorgänge sind äußerst präzise möglich. Mit dem Nintendo 64 Controller kann jetzt jeder Spieler Farbe bekennen, denn es gibt ihn in 5 attraktiven Farben. So wird der Controller, nicht zuletzt auch durch die zahlreichen Spiele für mehrere Spieler, zu einem interessanten Zusatzgeschäft. Mit dem Nintendo 64 Controller Pack Speichermodul lassen sich sowohl Spielzüge und Spielstände speichern, als auch Charaktere und Mannschaften entwickeln. Jetzt kommt der Markt in Bewegung. Denn jetzt gibt es den Rumble Pack. Er wird in den Controller eingeschoben und erzeugt realistische Vibrationen, die den Spieler direkt ins Spiel katapultieren. Ob Schießen, Explosionen, Karambolagen, der Spieler fühlt, was er sieht und erlebt die 3D-Welten hautnah. Die Nintendo 64-Konsole ist als offenes System für die Zukunft konzipiert. Zahlreiche Systemerweiterungen warten auf den Spieler, zum Beispiel das 64DD-Laufwerk oder die Memory Expansion. Nintendo 64, The Ultimate Power, erobert die Herzen der Verbraucher im Sturm. Wie schon in den USA ist Nintendo 64 auch in Deutschland ein phänomenaler Erfolg. Die bisherige über allen Erfolge
Erwartungen liegende Entwicklung erlaubt eine realistische Gesamtjahresprojektion von 750.000 Nintendo 64-Konsolen. Damit ist Nintendo 64 die erfolgreichste Neueinführung aller Zeiten auf dem Videospielemarkt und verspricht in den kommenden Monaten einen Umsatzschub, auf den sie vorbereitet sein sollten. Und zwar nicht nur bei der Hardware, sondern auch und erst recht bei der Software. Hier sind die aktuellen Spiele-Highlights für Nintendo 64, die im Markt neue Maßstäbe gesetzt haben. Laut GFK-Hitliste belegten von allen verkauften Spielen für TV-gebundene Konsolen allein im Juni 4 Nintendo 64-Spiele die ersten 4 Plätze. Und auch von den brandheißen Neuheiten können Sie entsprechende Erfolge erwarten. NBA Hangtime und Wayne Gretzkys 3D-Hockey. Heiße Basketballmatches und ultraschnelles Eishockey. Die beiden spannenden Spiele bilden den Grundstein eines neuen Segments von Sportspielen für Jugendliche und Erwachsene. Blast Core. Eine spannende Mission erwartet den Spieler, denn er muss den Weg für einen außer Kontrolle geratenen Nukleartransporter freiräumen, um die große Katastrophe zu verhindern. Dafür stehen 10 futuristische Zertrümmerungsmaschinen zur Verfügung. Dieses Spiel begründet ein völlig neues Genre und wurde von den Kritikern äußerst positiv bewertet. Einsteigen, Gas geben und los geht's. Jetzt können Sie abräumen. Lylat Wars. Hier ist es, das erste Spiel mit Rumble Pack. Wenn Fox McCloud und sein Team gegen den scheinbar übermächtigen Feind antreten, kann der Spieler die Action jetzt sogar fühlen. Der Rumble Pack ermöglicht durch synchron zur Handlung erzeugte Vibrationen maximales Eintauchen ins Gameplay. Lylat Wars, das virtuelle Weltraumabenteuer, bringt neue Dimensionen der Interaktivität sowie der Spielequalität. Ein weiteres Plus für Nintendo 64 und für Ihr Geschäft. Bomberman 64. Der legendäre Spieleklassiker erhält eine neue Dimension. Die neue 3D-Polygontechnik erlaubt es, neue Landkarten und Fallen zu kreieren und diese aus individuell einstellbaren Kameraperspektiven zu betrachten. Ob allein oder im Vier-Spieler-Modus, es stehen tonnenweise neue Manöver zur Verfügung, die für scharfe Action, für beste Unterhaltung sorgen. Diddy Kong Racing. Ein neues Kapitel Videospielgeschichte. Erleben Sie eine neue Generation von Superspielen. Diddy Kong Racing, das ist heiße 3D-Action, das ist Adventure und Racing-Spaß, kombiniert in einem außergewöhnlichen, spektakulären Spiel. Ob im Buggy, im Flugzeug oder im Luftkissenboot, die Spieler bewegen sich durch detailreiche 3D-Landschaften mit extrem realistischen Texturen, im Race-Modus sogar bis zu 4 Spieler gleichzeitig. Übrigens, Diddy Kong Racing ist speziell für den Rumble Pack designt, für alle, die nicht nur sehen, sondern auch fühlen wollen. Diddy Kong Racing, damit starten Sie durch. Und auch im nächsten Jahr dürfen Sie Top-Neuheiten erwarten. Aha. Begrüßen Sie Benjo, den Bären, der neue bärenstarke Nintendo-Charakter. Benjo und sein Partner, der lustige Vogel Kazooie, setzen die Reihe der legendären Nintendo-Charaktere wie Mario, Yoshi oder Donkey Kong fort und versprechen großen Erfolg für die Zukunft. Banjo-Kazooie, ein völlig neues tierisches 3D-Action-Abenteuer. Banjo und Kazooie müssen versuchen, Banjos Freundin Piccolo aus den Klauen eines gefährlichen Riesen zu befreien. Banjo-Kazooie, das ist der Beginn einer neuen Serie von Nintendo 64-Spielen, die in Sachen Grafik und Spielerlebnis ihresgleichen sucht.
Und noch ein echtes Highlight. Wer kennt ihn nicht? Yoshi, den kleinen grünen Dino, der sich seit seinem ersten Auftritt in Super Mario World zu einem der beliebtesten Videospielcharaktere entwickelt hat. Deshalb spielt Yoshi auch hier wieder die Hauptrolle in Yoshi's Island 64. Dieses aberwitzige Jump'n'Run basiert auf dem gleichnamigen Super Nintendo Erfolgstitel, geht allerdings dank der 64-Bit-Power des Nintendo 64 ganz neue Wege im Bereich der 2D-Actionspiele. Machen Sie sich also bereit für einen heißen Herbst und einen noch heißeren Winter. Super Mario, Wave Race, Mario Kart und die übrigen erfolgreichen Nintendo 64 Highlights bleiben die Basis für die zahlreichen Neueinsteiger in den kommenden Monaten. Dazu kommen die neuen Nintendo 64-Spiele-Hits, die eine breite Zielgruppe ansprechen. Mit 25 bis 30 Spielen, inklusive der Lizenznehmertitel, sind sie für die Herbst-Wintersaison 97-98 bestens gerüstet. Super Nintendo – The Classic Power. Auch 1997 bildet Super Nintendo mit 100 Millionen Umsatzpower nach wie vor ein beachtliches Potenzial im Hardware- und besonders im Softwarebereich. Diese Classic Power sollten Sie nutzen. Pro verkaufter Super Nintendo-Konsole werden derzeit 10 Spiele verkauft. Und da 90% des Umsatzes bekanntlich mit dem Softwareverkauf erzielt werden, bietet Super Nintendo damit eine wesentliche Margenverbesserung in ihrer Gesamtkalkulation. Die meisten Nintendo-Fans sind auch zum Jahreswechsel 97-98 noch nicht auf die Next Generation umgestiegen und interessieren sich weiterhin für das breite Super Nintendo-Angebot. 2,5 Millionen Super Nintendo-Besitzer bilden ein bewährtes Potenzial im Softwaregeschäft. Mehr als 7 Millionen Gameboy-Besitzer bilden über das More Fun Set eine interessante Basis für den Hardware- und Softwareabsatz. Nicht zu vergessen, der Nachwuchs. Über 1 Million Kinder im Alter von 6 Jahren wachsen jedes Jahr als potenzielle Videospieleinsteiger heran. Gerade für diese junge Zielgruppe bleibt Super Nintendo in Bezug auf Preis und altersgerechtes Softwareangebot ein attraktives Einsteigerkonzept. Die heißeste Zeit der Videospiele beginnt jetzt. Mehr als 1 Million Spiele werden voraussichtlich für Super Nintendo in 1997 abgesetzt. Damit entfallen rund 20% des erwarteten Absatzes an Videospiele für TV-gebundene Konsolen auf Super Nintendo. Das Classic Power Software-Paket für Super Nintendo. Neue Spiele-Highlights, ausgesuchte Erfolgsklassiker und legendäre Helden aus den Welten von Nintendo, Disney und Infogramm bilden den Kern des Erfolgssortiments Herbst-Winter 97-98. Die meisten Titel übrigens zum obercoolen Preis und mit massiver TV-Unterstützung. Los geht's im August. Aus Klassikern werden Classics, Donkey Kong Country, Super Mario World, Super Street Fighter 2. Diese drei erfolgreichen Spiele-Hits gibt es jetzt zum Super Classic-Preis. Disney's Classic Video Games, Der König der Löwen und Das Dschungelbuch. Zwei weltberühmte Filmklassiker von Walt Disney in der aufregenden Super Nintendo-Version. Weiter geht's dann mit Arkanoid, dem spannenden Geschicklichkeitsspiel. Und mit einem echten Star, mit Lucky Luke. Bei den Abenteuern des berühmten und beliebten Comic-Western-Helden werden nicht nur Lucky-Fans auf ihre Kosten kommen. Noch mehr Comic-Stars, die Schlümpfe und Asterix und Obelix. Jetzt als Super Classics. Neu im Dezember. Harvest Moon. Diese perfekte Kombination zwischen Simulation und Abenteuerspiel steht in der Tradition des legendären SimCity. Der Spieler betreibt eine riesige Farm. Er muss die Felder bebauen, Vieh züchten, Handel treiben und kann die Umgebung nach wertvollen Schätzen absuchen. Wir wünschen ideale Wachstumsbedingungen. 100 Millionen Umsatz und 1 Million Spiele. Das bedeutet Profit pur und zeigt die Super Nintendo Classic Power. Game Boy – The Pocket Power. Game Boy finde ich klasse. Da habe ich auch eine Menge Spiele. Der Game Boy ist die meistverkaufte Hardware, seit es Videospiele gibt. Seit seiner Einführung wurde er auch in Deutschland millionenfach verkauft. Kaum ein anderes Produkt ist in so kurzer Zeit zu einem wahrhaftigen Kultobjekt geworden, das einer ganzen Generation seinen Namen gegeben hat. Die Mama hat einen Game Boy und mit dem spiele ich immer am liebsten Donkey Kong. Ein Game Boy hätte ich wirklich gern.
Höchste Spielqualität schaffte die enorm breite Nachfrage und Begeisterung für die Hardware. Mittlerweile über 7 Millionen Gameboy-Besitzer bilden ein Riesenpotenzial für den aktuellen Softwareabsatz. Mit nunmehr knapp 4 verkauften Gameboy-Spielen pro Hardware sind die Erfolgskriterien unverändert positiv. Am besten finde ich das Spiel Super Mario World. Mein Lieblingsspiel ist Tennis. Seit seiner Einführung sorgt der Game Boy immer wieder für Bewegung und Belebung im Markt. 850.000 verkaufte Game Boy allein 1996 sind das Ergebnis dieser innovativen Produktpolitik. Denn hinter diesem enormen Umsatzschub, noch 6 Jahre nach der Einführung, stehen frische Produktideen wie Game Boy Special Edition und Game Boy Pocket oder ganz aktuell der Game Boy Pocket Color. Denn jetzt heißt es Game Boy Goes Pop und zwar in 7 attraktiven Farben. Hier sind sie, die neuen Popstars. Blue Sky, Sunflower, Black Beauty, Ice Cube, Grasshopper, Strawberry und Silver Moon. Die kleinen bunten sind die klasse. Der ist richtig durchsichtig, da sieht man die Technik. Die Pocket Power erlaubt Durchblick auf den ersten Blick. Alle Game Boy Pocket gibt es in der attraktiven und praktischen Transparentbox. Keine Pocket Power ohne Software Power. Wir zeigen Ihnen die neuen Spiele, neue Classics und neue Highlights für den Game Boy. Ab August gibt es 3 der erfolgreichsten Spiele überhaupt neu in der Game Boy Classic Serie. Donkey Kong Land, The Legend of Zelda Link's Awakening und Kirby's Dream Land. Wie auch für das Super Nintendo, jetzt für den Game Boy. Das Dschungelbuch und Der König der Löwen. Die beliebten Disney-Filme als spannende Game Boy-Spiele. Tetris Plus, das Original Tetris und ein neues 100-Level-Puzzle auf einer Cartridge. Ein vielversprechendes Zweierpack für den Game Boy. Lucky Luke, den verwegenen Cowboy aus dem Comic, gibt's natürlich auch für den Game Boy. Die Schlümpfe 3. Die erfolgreichen blauen Zwerge schlumpfen erneut auf dem Game Boy. Schlumpfen Sie mit! Donkey Kong Land 3. Und weiter geht's. Die atemberaubende Fortsetzung des Top-Hits Donkey Kong Land 2 für den Game Boy. Hercules. Zeitgleich mit dem großen Disney-Weihnachtsfilm kommt dieses neue Game Boy-Highlight. James Bond für den Game Boy. Spezialausrüstung, schnelle Autos, Spannung und Abenteuer. Auch dieses Spiel kommt zeitgleich mit dem neuen James Bond Kinofilm. Und ja, jetzt kommt das vorhin versprochene Highlight, die Maus. Die Hauptfigur aus der Sendung mit der Maus gibt's jetzt für den Game Boy. Das ist genau das, was man eine erfolgversprechende Verbindung nennt. Die beliebteste Kindersendung der letzten 20 Jahre mit Millionen von Zuschauern und der Game Boy. Das beliebteste Videospielsystem mit Millionen von Fans. Das ist mit Sicherheit gut für jede Menge Pocket Power. Die Nintendo Marketing Power. Das Videospielgeschäft erfordert intensive und breit angelegte Kommunikationsmaßnahmen, die es schaffen, den Verbraucher immer wieder in den Bann zu ziehen. Aber erst die Kontinuität dieser Maßnahmen ermöglicht ihnen, ihr Geschäft planbar zu machen. Und genau darauf ist das Kommunikationsprogramm von Nintendo ausgerichtet. Packende, überzeugende TV-Spots für Nintendo 64, Super Nintendo und den Game Boy, bei denen die Einzigartigkeit der Hardware und Software deutlich wird, bilden den Schwerpunkt der Kommunikationsmaßnahmen von Nintendo. Mit bis zu 70 Spots pro Tag in der Zeit von August bis Dezember erreicht Nintendo eine Durchsetzung, die Kraft hat, den Markt zu bewegen. Ein gezielter Printeinsatz ergänzt die TV-Kommunikation. In den wichtigen Videospielfachzeitschriften und Jugendzeitschriften erscheinen aufmerksamkeitsstarke Printkampagnen, mit denen zusätzliche Zielgruppen erreicht werden. Daneben informieren Consumer Leaflets und das Club Nintendo Magazin den Konsumenten über das aktuelle Nintendo-Programm. Neue attraktive Promotion- und Dekomittel begleiten die klassische Werbung. Eine adäquate Warenpräsentation, aktive Merchandising-Unterstützung vor Ort und Promotions am POS haben bei Nintendo traditionell einen hohen Stellenwert. Die professionelle Warenpräsentation wird durch ständige Aktualisierung zu einem wichtigen Verkaufsinstrument. Wechselnde Dekorationen ihres Schaufensters gehören ebenfalls dazu. Dabei steht das attraktive Nintendo 64 Demonstrationsdisplay im Mittelpunkt des Nintendo Merchandising-Systems. Aktionsstarke POS-Promotions auf Sonderflächen mit nationaler Ausstrahlung machen ihr Geschäft zu einem unwiderstehlichen Erlebnis und Verkaufsmittelpunkt.
The Power of Nintendo. Dahinter steht die Erfahrung, Kreativität und Dynamik der Nummer 1 für Videospiele. Weltweit und natürlich auch in Deutschland. Mit einem zukunftsweisenden Angebot, das als einziges das gesamte Potenzial im Videospielmarkt abdeckt. Von der unerreichten State-of-the-Art 64-Bit-Konsole Nintendo 64 bis zum Kultprodukt Game Boy. Dahinter steht auch das Bekenntnis zur konsequenten, verlässlichen Marketingunterstützung gegenüber Endverbraucher und Handelspartner. Vertrauen Sie auf das Know-how von Nintendo. Lassen Sie uns gemeinsam den stark wachsenden Markt der Videospiele erschließen. Setzen Sie mit uns auf die Zukunft und auf The Power of Nintendo.